Und herzlich willkommen zu Folge 47 in meinem Direwolf Singleplayer Projekt. Ja, beim letzten Mal haben wir diese Tanks aufgestellt, haben noch hier ein paar weitere Dinger hier, bevor ich da und so was, gleich mit eingestellt. Und ich werde mal das wieder auf Deutsch lassen. Ich hatte das vorher auf Englisch umgestellt, da ich schneller wusste, wie sie heißen. Wie ist das immer so eine komische Sache? Dann habe ich oben noch ein bisschen an der Karte ein bisschen rumgefeinert, aber da finde ich diese Schmetterlinge nicht, wenn ich habe auf dem Radar jetzt zum Beispiel Random Mods noch eingeschaltet und sowas. Keine Ahnung, wo die sind. Also es sollen eigentlich diese Schmetterlinge geben. Gibt es ja hier auch. Wenn wir jetzt einmal mal hier schauen. Ja, habe ich noch eingegeben hier. Irgendwo gibt es auch eine Seite für Schmetterlinge. Irgendwo haben wir sie. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Sind zu viele Mods. Also hier gibt es diese Pollen, die man durch Schmetterlinge bekommen kann. Natürlich hier viele verschiedene Bienen. Da oben sind die Schmetterlinge zum Beispiel hier. Um die wirklich zu suchen, ist es wirklich schwer. Aber eigentlich findet man sie auch relativ häufig schon hier irgendwo in der Nähe. Keine Ahnung, wo die jetzt so sind. Und da wollte ich gerade beim Computer gucken. Sind die gar nicht hier? Weil ich weiß jetzt nicht, ob das Texture Pack wieder umgeändert worden wurde. Weil ich hatte ja letztes Mal so einen Grafikbug, da ist er immer noch. Dieser Grafikbug vom Computer, der ist immer noch da. Muss ich mal gucken, wie ich den wegbekomme. Weil wenn ich hier zum Beispiel aufstelle, ist ja alles gut und schön, aber jetzt wenn ich zum Beispiel was eingebe hier, da Missing Texture und das ist irgendwie noch das Problem. Ich weiß nicht, warum das so ist. Werde ich mal im Laufe der Tage mal nachschauen, dass ich das hinbekomme, weil da werden wir uns bald mit beschäftigen. Mit der Sache. So, jetzt schaue ich mal gerade hier bei den Tanks. Die habe ich ja hier aufgestellt. Hier unten. Da sind sie. Da sind noch nicht alle fertig. Da fehlen mir noch welche. Genau, das wollte ich auch noch gucken, ob die jetzt fertig geworden sind. Schauen wir mal eben kurz nach. Und ich hatte noch ein paar hier gesagt, macht man noch welche. Ja. Genau, da sind noch welche. Supi. Dann können wir noch ein paar machen. Ich werde nämlich noch ein paar Tanks unten auf jeden Fall ausstellen müssen. Damit ich ein bisschen irgendwie noch, weiß ich nicht, ein paar einzelne Sachen speichern kann. Das sind ja erstmal nur kleine Puffertanks. Die könnte ich zum Beispiel noch auf Stahl erhöhen. Aber dafür reicht das vollkommen. Ich muss auch noch Öl suchen oder so. Ist ja nicht mal so gegeben, dass Öl hier in Massen auftretet, sondern durch den Verlust von Web Power fehlt das jetzt. So, dann machen wir hier noch einen hin. Ah ne, dann müssen wir hier wieder offen machen. Dann so. Werde ich auch schauen, wie gesagt, die hatten wir Biomasse und dann hier, beziehungsweise Biofuel und Biomasse, dann zum Beispiel Samenkörner, Öl oder Honig und so was. Und dann noch Öl und Benzin, dass man das auch noch sozusagen aufteilt in dieser Sache hier. Aber erstmal noch hier ein paar Löcher reinschlagen. Mal hier. Und ich will das jetzt einfach nicht nur mit Pipes, sondern ich werde das hier wie beim Megaprojekt so machen, dass ich hier Liquid Tesseract nehme und die dann einfach nur noch ausstellen werde, weil diese ganzen Leitungenlegerei ist natürlich ein bisschen aufwendig, wenn man sowieso so wenig Deckenplatz hat und dann noch viele Leitungen langlegen müsste. Des Weiteren kommen ja auch noch die Leitungen dazu von Applied Energistic und die Red Power Leitung, die ich nicht so einfach kürzen kann. So. Und hier haben wir immer, wie gesagt, ein bisschen Platz nach unten, wo wir uns dann wieder ausbreiten können, wo wir dann alles hinsetzen können. Whetstone oder Verstrickungen von Verknüpfungen oder sowas. Das muss ja alles irgendwo versteckt werden. Yep. So, noch ein Loch in der Mitte. Vielleicht kriegen wir noch einen Tank raus. Dass wir vielleicht sagen, dass wir gleich auch noch Öl und sowas machen. So. Ne, da kommt wieder Glas hin. Vier Stück, dann, wie gesagt. Oh, da bekomme ich ja noch einen Tank raus. Den können wir doch auch hier neben hinstellen. Machen wir nicht mal weg hier. Die Monster habe ich jetzt momentan ausgeschalten, weil ich die eigentlich jetzt so zum Aufbau im Haus jetzt eigentlich nicht unbedingt brauche. Könnte sie aber einschalten. Ich wundere mich gerade. Ne, ich lass mal so die Karte. Das passt schon. So. Muss hier wieder weg. Hier wieder eine Tankklappe rein. Dann das alles.
Weil ich will eigentlich noch so eine Tankanzeige bauen, wie die Tanks halt eigentlich sind. Dafür werde ich vielleicht einen extra Raum benutzen. Das weiß ich aber noch nicht genau, weil ist ja eigentlich im ersten Stock sozusagen. Und ob sich dann lohnt, eine Tankanzeige zu bauen, weiß ich noch nicht ganz. Da werde ich mal mich beurteilen und gucken, ob ich es nötig habe, dieses zu bauen oder gar nicht brauche. Oh, schon alle wieder verbraucht? Krass. Das hätten wir auf jeden Fall. Dann brauche ich noch ein paar davon. Haben wir jetzt Biomasse, Biofuel, Samenkernöl, Honig, Benzin und... Ah, beziehungsweise Öl und Benzin, ja. So, guti. Haben wir erstmal die ersten Tanks. Lava kommt noch dazu. Vielleicht Redstone oder sowas. Und Endereis. Dass es halt in so kleineren Zusatztanken irgendwo rumlungert. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich das jetzt unbenötigt noch wirklich brauche oder nicht. Werde ich dann ja sehen. So, da brauche ich jetzt nicht mehr so viele von. Teerölfilter. Ach, Teeröl, genau. Da brauche ich auch noch welche von. Dann brauche ich jetzt aber erstmal wieder Glaspanels. Davon habe ich nämlich keine mehr. Oh, wie war das denn jetzt? 5 oder so? Können wir gleich mal 2 machen. Nee, so. Ja, wenn wir jetzt ein paar Gläser mehr haben, ist ja auch eigentlich wurscht. Die können wir noch so behalten. Die nehmen wir mit. Dankeschön. So, bist du denn fertig? Einmal noch. Genau, klick. Und dann können die eigentlich ausgeschalten werden. Die haben noch Wasser und alles noch intern in sich. Das ist super. Die kann ich jetzt nicht aufnehmen. Macht aber auch gar nichts, ob wir die jetzt aufnehmen können oder nicht. Wo stelle ich denn die anderen beiden noch hin? Glaube ich gegenüber oder so. Weil das muss ja auch alles abgepumpt werden. Obwohl ich eigentlich sich lohnen würde, hier schon Teeröl reinzupfeffern, weil der hier schon ziemlich nah ist. Ja, das könnte man eigentlich dahin machen. Und dann würde ich sagen, hier machen wir vielleicht die Treppe hin später. Dann setze ich vielleicht den anderen Tank hier hin oder so. Wäre ja gar nicht schlecht. Vielleicht auch in eine Wand rein. Das wäre auch eigentlich relativ egal, wenn ich sage, hier vorne mache ich die erste Reihe. Und mache dann welche nach hinten. Oh, geil. Ich wusste, dass noch irgendwo ein Beanhive ist, aber nicht, dass es hier ist. Ich habe das einfach nur noch zugebaut. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das jetzt noch brauche, das Beanhive. Oder nicht. Habe ich denn noch genug Platz im Inventar? Definitiv nicht. Dann werde ich mal hier meinen Rucksack hier auch packen. Da können wir erstmal die Maschine auf jeden Fall reinpacken. Die brauchen wir gerade nicht. Dann habe ich wenigstens noch Platz im Inventar. Also so. Einen Kescher habe ich nicht mit. Habe ich den denn so einfach mit? Ne, habe ich auch nicht. Wäre aber gut, aus dem Grund, dass wir dann zumindest wieder so eine Wokibiene finden, beziehungsweise haben. Habe ich denn da noch einen Kescher? Da haben wir schon eine Wokibiene, da habe ich aber keinen Kescher mehr. Oh, hier sind noch davon welche, ja. Das ist gut, hier sind auch kein Kescher mehr. Ich hatte irgendwo, glaube ich, noch einen Kescher rumfliegen, meines Wissens. Aber kann ich natürlich auch nicht sagen, ob es wirklich stimmt. Dann nehmen wir uns mal 6 Dinger hier raus. So, und ein Stück Wolle. Wolle. Was besitze ich auch nicht in meinem Inventar hier? Wolle, was ist das? Aber eine Schere habe ich. Na komm mal her, Schafi. Dankeschön. Eine schwarze Wolle. Ich gehe zur Mitte. Ihr habt einen Kescher. Dann können wir wieder die Schere reinpacken. Da ist auch noch ein Bogen drin, diesen blauen Darkwood-Bogen. Falls ich mal irgendwie, weiß ich auch nicht, ob ich den brauche, keine Ahnung. Kann ich nie sagen. Ich mache es einfach immer aus liebend gerne Freude. Ach ja, die Äpfel habe ich ja aus dem Grund wegen diesen Villagern. Falls ich mal bösartige Villager finde, die von den Zombies umgewandelt worden sind oder zurückverwandeln möchte. Deswegen hatte ich die gemacht, genau. So. Eine Schaufel habe ich jetzt nicht. Oh doch, eine Schaufel habe ich auch da. Super. Oh, muss ich auch gerade mal auf Uhr gucken. Und es ist schon soweit. Das heißt, ich werde mal einen kurzen Cut machen. Bis dahin und tschüss.